Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte in der Innenstadt von Wien. Auch Stunden nach dem Terroranschlag gibt es keine Entwarnung. Polizei und Militär patrouillieren durch die Innenstadt. Das gesamte Zentrum der österreichischen Hauptstadt ist abgesperrt. Hunderte Polizisten sind im Einsatz, kontrollieren Autofahrer und Passanten auf der Suche nach möglichen weiteren Tätern. Denn die Gefahr ist noch nicht gebannt. Es ist der Polizei gelungen, einen Täter auszuschalten, aber es sind mehrere Täter nach wie vor auf der Flucht. Der Polizeieinsatz läuft auf Hochtouren. Wir haben als Bundesregierung entschieden, dass der Objektschutz in der Bundeshauptstadt Wien jetzt auch vollständig von dem Bundesheer übernommen wird, damit die Polizei wirklich alle Kräfte zur Verfügung hat, um nach den Terroristen zu fahnden und diese auch zu fassen bzw. auszuschalten. Aufgrund der anhaltenden Gefahrenlage warnt die Polizei. Bitte nach Hause. Und auch der Innenminister appelliert eindringlich an die rund 2 Millionen Einwohner Wiens. Liebe Wienerinnen und Wiener, erstens, wenn Sie nicht aus beruflichen Gründen die Wohnung verlassen müssen oder das Haus, dann bitte bleiben Sie zu Hause. Zweitens, meiden Sie die Innenstadt. Und drittens, wenn es Eltern möglich ist, dann können sie ihre Kinder zu Hause lassen. Der Tag gilt als entschuldigt. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Da die Schützen das Feuer in der Nähe einer Synagoge eröffneten, ist nach Einschätzung der Regierung in Wien ein antisemitischer Hintergrund nicht auszuschließen. Nach Angaben der Bild-Zeitung soll einer der Attentäter der Terrormiliz Islamischer Staat nahestehen. Der leblose Körper des erschossenen Attentäters lag zur Spurensuche noch Stunden nach dem Anschlag am Tatort. Österreichs Bundespräsident van der Bellen erklärte via Twitter: Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen. Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit kündigte an, die Kontrollen an den österreichischen Grenzen zu verstärken.